Wie schafft man es, spielnahe Ausschnitte vereinfacht für jedes Team in kleine Kreis- und Rondoform zu trainieren? Das ist das Thema. Das Hauptthema ist Spiel aus dem Druck. Warum Spiel aus dem Druck? Moderne Fußballmannschaften gehen ins Gegenpressing. Und dieses Gegenpressing zu überspielen, ja, ist die Königsdisziplin. Aus dem Druck, sprich die erste Pressinglinie vom Gegner sofort zu überspielen. Und das kann man mit alle Formen sehr gut trainieren. Das Grundthema ist aufbauend auf den natürlichen Kreis, wie man aus jeder Jugend- und Amateurmannschaft kennt. Quasi das klassische 4 gegen 2, auch Rondo genannt im Amateurbereich. Kreisspiel vorm Training, was man gern macht. Und darauf aufbauend ist es, dass wir einfach verschiedene Inhalte, verschiedene Schwerpunkte mit reinpacken, weil man ja einen hohen Spaßfaktor hat, weil man viele Ballaktionen hat, um eben das Ganze spielnah trotz des Kreises trainieren zu können und mit guten Provokationsregeln und Coachingpunkte auf alle Inhalte und Phasen eines Spiels einzugehen. Gib Druck, André, Druck drauf! Viele haben vielleicht Angst, dass man in so Spielform was verkehrt machen könnte. Ich glaube, wenn der Rahmen gut gesetzt ist, dann kann jeder mutig sein und die vielen Rondoformen, die es auch gibt, probieren. Und daraus entsteht eine Kreativität bei der Mannschaft, aber auch beim Trainer, daraus neue Ideen zu entwickeln. Und die Schwerpunkte sind individuell und man kann wirklich bis auf Standards alle Phasen und alle Schwerpunkte mit in so einer Rondoform, in so einer Kreisform mit verpacken. Wie kriege ich meinen Mitspieler in Szene? Wie bereite ich Situationen vor im Spiel mit dem Ball? Und im Verhalten gegen den Ball gibt es verschiedene Optionen. Man kann Schnittstellen, Pässe attackieren, man kann aktive Zweikämpfe führen. Man kann sich gegenseitig sichern, da geht es auch ums Coaching. Wer attackiert wie und wie wollen wir gemeinsam attackieren? Und eben die kompletten Umschaltphasen, die auch kognitiv einiges den Spielern abverlangen. Wenn es ständige Umschaltmomente gibt, einfach eine Aufmerksamkeit und auch ja, die Aufgabe immer wieder vor Augen zu führen und einfach ein Stück schneller sein wie der Gegner. Und durch, durch, durch! Das Ziel und die bestmögliche Konstellation wäre, dass man im Spiel quasi die Situation, die man trainiert, erkennt. Und das ist auch das Gute bei den Kreisformen und Rondoformen. Man kann es sehr spielnah aus Positionen trainieren, sodass es quasi im Training schon die beste Vorbereitung fürs Spiel ist. Bleib im Feld, bleib im Feld! Wir wollen so spielnah wie es geht trainieren. Und das ist eben auch die Trainerarbeit, den Rahmen so zu setzen, dass die Sachen am Ende im Spiel erkennbar sind. Die Intensität ist ein wichtiger Faktor. Wenn man jetzt merkt, okay, die defensive Mannschaft kommt gar nicht hin, dann wird die relativ schnell die Motivation verlieren und ist dann auch konditionell im roten Bereich. Und da ist es einfach wichtig, ein Stück gegenzusteuern. Und da sind einfach Feldgrößen, Spieleranzahl, Kontaktbegrenzungen und Provokationsregeln der Schlüssel zum Erfolg. Grundsätzlich würde ich sagen, ist sowas ab der U11 möglich. Ja, natürlich gibt es auch Rondoformen, die auf den ersten Blick komplex wirken. Da ist es auch immer entscheidend, sind es zwei Mannschaften, sind es drei Mannschaften oder auch vier Mannschaften. Ja, und das macht es natürlich ein Stück komplexer. Ich würde sagen, die Kreisformen und Rondoformen mit zwei Teams sind meiner Meinung nach in der U11, U12, U13 auch schon möglich. Die Besonderheit bei dem Rondos, man wird relativ schnell sehen, dass es Spaß macht, dass man eine Riesenfreude daran entwickelt und sehr empfehlenswert für jeden Trainer. Da auch Mut zum Versuchen, man kann nichts verlieren.